Okay, aber anscheinend müssen wir erstmal durch dieses Gebiet hier durchrushen, damit wir überhaupt in das Windgebiet kommen. Denn wenn wir auf die Map gehen, dann sehen wir oben links immer noch Menantia. Bedeutet, wir sind immer noch im dritten oder im Bereich der dritten Lordschaft und noch nicht im Bereich der vierten Lordschaft. Ich glaube, gegen die Gegner muss ich aktuell nicht mehr großartig kämpfen. Dadurch, dass das Level einfach bei den nächsten Gegnern höher sein wird. Und dementsprechend sich das Farmen natürlich auch ein bisschen mehr lohnen wird, beziehungsweise es ein bisschen schneller geht. Aber was ich mitnehmen möchte, ist die Eule, die hier irgendwo chillt. Das heißt, gegen euch drei möchte ich einmal ganz kurz kämpfen, damit ich ganz ruhig die Eule suchen kann für mehr Outfits. Und vielleicht verliert auch Shion tatsächlich ihr Badeoutfit, sage ich mal, wenn wir in die nächste Map kommen. Das muss ich dann entscheiden, ob sie da noch reinpasst oder nicht. Hier ist ja ein sonniges Gebiet eigentlich. Da dachte ich mir, okay, wenn hier ein sonniges Gebiet ist, ganz chillig, ganz entspannt, kann man sie auch definitiv... Boom, hau mal drauf, danke. Kann man sie auch definitiv mitnehmen. Aber wenn jetzt gleich irgend so ein ganz kaltes Gebiet kommt, das Gebiet des Windes, da friert man ja ein bisschen. Da möchte man eigentlich nicht im Badeoutfit chillen, wenn man ehrlich ist. Und dann ziehen wir ihr das auch aus. Ganz klare Sache, beziehungsweise dann ziehen wir ihr etwas anderes an. Hingegen haben noch ein, zwei andere Chars in meinem Team auf jeden Fall neue Outfits bekommen. Vielleicht habt ihr es im Team gesehen. Das habe ich dem Lucifer zu verdanken, der mir einen DLC-Code gegönnt hat. Also nochmal ein ganz, ganz großes, fettes Dankeschön an Lucifer für diesen DLC-Code an dieser Stelle. Ich habe noch nicht alles aus dem DLC ausprobiert, muss ich ganz ehrlich auch gestehen. Aber das wird ja auch... Warte, ich höre sie hier irgendwo. Da, Hallöchen, untersuchen. Bam, haben wir dich gefunden, Eule. Ganz entspannt haben wir auch das Wichtigste mitgenommen damit, dass wir jetzt die Eule haben und insgesamt 17 Eulen gesichtet haben. Aber genau, Dankeschön auf jeden Fall nochmal an Lucifer für diesen Code, der hier dementsprechend, ja, anscheinend diesen Content hier, dem, der dieser Content gefällt und einfach nochmal Danke sagen möchte. Und ach, können wir jetzt endlich ins Wasser? Das habe ich mich ja sowieso schon gefragt, wann wir das können tatsächlich.世話に子供の頃の私はこの池のおかげで生き延びたようなものなんだ。泳ぐには不向きだが魚がとても豊富でな、よくレナ兵の目を盗んで釣りに来た。あの頃は満足に背景も受けられなかったからな。自分でなんとかするか飢え死にするしかなかった。魚って手で捕まえるのか？ それは難しいぞ。魚は素晴らしっこいからな。糸に餌やルアーをつけて竿から垂らすんだ。あまり釣りは馴染みがないか。せっかくだ。見せてやろう。 Ja, ich muss sagen, ich hasse Angeln in jeglichen Videospielen als auch im Real Life. Also ich muss sagen, ich habe darauf gar keinen Bock. Es eignet sich nicht zum Schwimmen. Ich lese schon das Wort Angeln und weiß, ich möchte einfach nicht mehr. Aber wir werden einmal schmeißen, bedeutet Angel ausgewählt. Haben wir Köder auswerfen? Da, mach das bitte einmal. Fang einmal einen Fisch, wenn du möchtest. Und ich sehe wahrscheinlich anhand dieser Anzeige oben. Kann ich schütteln? Ja. Leicht schütteln, fest schütteln. Zack. Ich check hier gar nichts. Zack. Ah. Jetzt sind alle Fische weg. Warum sind denn durch das Fischen? Ja, also eine Erklärung wäre wirklich nett, muss ich sagen. Da vorne ist ein Fisch zu sehen. Und Köder einsammeln, einholen, sanft schütteln. Kommen die dadurch ran? Nee. Oh, das war natürlich auch falsch. Aber hier, jetzt mache ich perfekt. Und der Fisch bewegt sich trotzdem weg von mir. Ich mache das doch perfekt. Und der Fisch ist weg. Hä? Yo, ich check das. Kann ich das Angeln einfach beenden und nie wieder machen? Dankeschön. Und entschuldigt bitte, falls gerade eben bis eben gerade Musik am Start war. Ich habe das nicht gecheckt, dass hier noch Musik läuft vom Stream, weil ich eben gerade frisch aus dem Stream brauche. Beziehungsweise aus dem Stream komme. Tauche ich wohl in meine Gedanken. Ja, du, wir haben das eh gerade nicht geschafft, cool zu angeln, muss man ganz ehrlich sagen. Von daher juckt mich das auch leider gerade gar nicht, was du über das Angeln sagst, weil ich einfach nicht angeln möchte, de facto gerade. Ich möchte nicht im Videospiel angeln und ich möchte auch niemanden antun, sehen zu müssen, wie hier draußen jemand angelt. Du scheinst ja richtig zu wissen, wie man eine Route umgeht. Nein, ich habe nicht einen Fisch gefangen, Bro. Lieber Angelexperte, ich habe wirklich nicht einen Fisch gefangen. Also ich weiß ja gar nicht, wie man damit umgeht, aber denke gerne, dass ich wüsste, wie man damit umgeht. Und jetzt werde ich auch auf jeden Fall nicht freispielen, dass ich irgendeinen Angelbonus kriege. Okay, entschuldigt bitte. Für mich ist jetzt wichtiger, die Story weiterzuspielen. Bedeutet, ich muss hier weiter, um ins nächste Gebiet zu kommen. Auf dem Weg können wir anscheinend noch wunderbar eine Person heilen, was hier immer nett ist. Und was wir auf jeden Fall auch machen werden. Wir haben dein Leben gerettet, so sind wir. Dafür gibt es ein Schild. Und der Schild ist doch 100%ig.
Wo ist das? Ausrüstung für, wie heißt sie, Kisara? Steinmauer. Wow. Doch so ein starker. Ist das dieses Schild, das ich gerade bekomme, oder einer von denen? Oder war das vielleicht eins für das Feldtabu vom Design her? Das kann natürlich auch sein, dass ich jetzt hier gerade, zack, einen neuen Schild bekommen habe. Nee, auch nicht. Naja, dann heilen wir uns eben kurz. Bin jetzt hier einfach nur in die Raststätte gelaufen. Gucken wir, was sie hier zu erzählen haben. Wenn die überhaupt was zu erzählen haben? Hallo? Guckt euch nur an? Oder was passiert hier jetzt? Geht der Da, danke. やっぱり気まずいんじゃない。みきうだのこととか色々あったし。気まずいなこっちだっての。この空気いつまで続くんだ?そう思うなら行ってみればいいじゃない。俺がかよ。なぜ並んで歩くの?担当直入に行きやがった。私とキサラのことかね。気づいてなかったの? ビスキントを出てからほとんどそうだったわ。習慣だろうな。いつでも守れるようにそばに立つ。そういう日常だった。この衛兵だったな。けど、デュオハリムなら自分の身くらい守れるんじゃないのか。護衛とは必ずしも対象が弱いから行うわけではないんだ。とはいえ、彼らの指摘も最もではある。 私はもう君の主ではないのだから。それが習慣で本人が違和感ないっていうなら、別にそのままでもいいんじゃねえのか?でも、使えてないのに護衛するなんて、なんか変だよ。そうだな。いろいろなことが変わってしまった。ならば、新しい状況にふさわしい関係というものもあるのだろう。少し考えてみたい。構いませんか? もちろんだ。だから、そうやっていちいち許可を求めるのが変なんだってば。やはり、どうしても習慣になっているのだな。少し気長に見てもらえるとありがたい。Okay. Ja, das ist aber auf jeden Fall wichtig, dass sie das versucht abzuschütteln. Auch wenn sie es nicht so schnell abschütteln kann, was ich auch verstehen kann, dass man nicht sagt, ja, also, ich habe dir jetzt jahrelang gedient, aber auf einmal sind wir nur Freunde. Das kriegt man einfach nicht sofort hin. Das ist ja eine ganz klare Sache und ich möchte vor dem Ausbruch nicht kochen. Ich glaube, ich hatte noch ein Essen und ich möchte mir gerade nichts anhören, sondern ich möchte echt einfach nur in das neue Gebiet, um zu sehen, was da passiert. Ich bin viel zu gespannt, als dass ich jetzt hier irgendwie sagen könnte, ich möchte mich nochmal groß ausruhen, unterhalten mit den Freunden, auch wenn es unsere Beziehung stärken würde. Nee, da bin ich wirklich raus und Waffen schmieden hingegen ist schon eher etwas, was ich machen möchte. Also, hier sind drei Waffen, die ich alle noch nicht spielen kann, brauchen wahrscheinlich alle Materialien aus dem neuesten Gebiet, würde ich schätzen. Aber für dich, ja, fertigen ausrüsten, das geht auf jeden Fall klar. Hier auch wahrscheinlich alles Waffen aus dem neuesten Gebiet, alles Waffen aus dem neuesten Gebiet, außer deine. Bedeutet, die können wir auch fertigen ausrüsten. Und dann müssen wir einfach ins neue Gebiet rein, damit wir noch mehr spielen können, was natürlich cool wäre. Ach, wenn ich das gerade sehe, natürlich auch den Bauernhof ganz kurz füttern. Dankeschön. Und wir ziehen wieder alle fies, sage ich schon. Wir ziehen auf jeden Fall wieder eine Kuh auf. Und ja, du kriegst von uns so ganz normales Futter. Ich brauche nicht viel mehr. Ein Schwein, Moment mal, sehe ich da gerade ein Pferd? Okay, wir machen einmal ein Pferd. Auch mit perfektem Futter, auch wenn es sehr teuer ist. Upsala, doch, ja, wenn es sehr teuer ist. Ein Pferd, so wie mit den anderen drei Tieren. Die habe ich auch jeweils einmal mit perfektem Futter gemacht. Wirklich das beste Fleisch, das ich mir dann aufbewahre. Richtig schön. In die Tiefkühlanlage lege, damit es möglichst lange kalt bleibt und ich mir das holen kann, wenn irgendein Festmahl ist. Da wird dann das perfekte, leckere Fleisch geholt. Und jetzt sind wir immer noch in Menancia. Wollt ihr mich veräppeln? Ich möchte endlich in Mahaxar sein und nicht so lange in Menancia chillen. Aber dann chillen wir in Menancia, werden versuchen, ein paar Gegner einfach zu umrennen, wenn das klappt. Mal gucken. Das hat auf jeden Fall schon mal gut geklappt und den Kristall habe ich mir easy geholt, Stufe 2. Aber Level 27? Okay, hier sind doch schon neue Gegner. Ich habe nichts gesagt, dass ich irgendwie was überspringen muss. Die sind auf einmal von Level 20 auf Level 27. Wenn sonst noch was dabei ist, zack, hau bitte drauf. Eigentlich müsst ihr mit Chion draufhauen, fällt mir gerade auf. Boom. Und Chion, kannst du nochmal irgendjemand aus dem Himmel holen? Wahrscheinlich nicht, weil ich dafür den falschen Gegner markiert habe. Aber dann gehen die Kämpfe ab hier ja wieder ein bisschen länger. Ich habe immerhin den DLC-Bonus aus der Deluxe-Version. Auch wenn ich ihn erst super spät aktiviert habe, ich Trottel. Aber das bedeutet ja für mich... Hallo? Kommst du bitte aus dem Himmel wieder runter? Danke. Damit ich auch mal wieder draufhauen kann. Und du darfst. Damit ich wieder irgendwelche Fähigkeiten einsetzen kann. Ich komme da eh nicht ran in die Gegner. Die werden ja so hart in der Luft gehalten, ne?
Und die Fähigkeit kann ich zweimal während eines Kampfes einsetzen. Ich bin mal gespannt, ob wir im heutigen Let's Play Part überhaupt ins neue Gebiet kommen. Ihr könnt mal ja jetzt in die Kommentare schreiben, ob ihr schätzt, ob wir heute ins neue Gebiet kommen oder nicht. Die, die das Spiel schon gespielt haben. Ich weiß, das sind einige, die dieses Let's Play gucken, die es auch schon gespielt haben. Wissen das wahrscheinlich, ob ich das schaffen würde oder nicht, so rein zeitlich. Und das sind auch ziemlich fette Berserker. Aber das kriegen wir auch easy hin. Das nervt. Warum können Zeuge nie stillstehen? Keine Sorge, wir kriegen die easy hin. Auch wenn ich euch beide nicht in meinem Team habe. Auch wenn ich eigentlich Duhalim ins Team nehmen möchte, wenn ich ehrlich bin. Da Duhalims Boost-Angriff löst Rang aus dem Wundspieß, die Gegner festhalten. Effektiv gegen leichtfüßige Gegner. Was sind jetzt also leichtfüßige Gegner? Okay, machen wir. Zack. Und upp. Bitte einmal festhalten. Dankeschön. Und das kriegen wir gleich noch ein zweites Mal hin. Okay, ich kann eh noch keinen Schaden machen. Sobald jetzt ungefähr. Und bumm. Ach, ich hätte den anderen festhalten müssen, oder was? Wahrscheinlich hätte ich den anderen. Okay, jetzt aber. Jetzt kann er sich wieder bewegen. Jetzt zählt es als Erfolg. Okay. Anscheinend muss ich wirklich auf jeden Fall den anderen festhalten, leicht besiegen. Der andere hat ja schon grüne Füße. Bedeutet, der ist für dich. Jetzt hast du auch grüne Füße. Und jetzt müsste ich Schaden machen dürfen, will ich zumindest hoffen. Ja, dankeschön. Habe ich verstanden. Ich kann leichtfüßige Gegner festhalten. Die haben aber beide gerade grüne Füße. Und in dem Moment lohnt es sich nicht, diese festzuhalten, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Ich habe das zu spät eingesetzt. Was aber auch egal ist, dass ich das zu spät eingesetzt habe. Trugbild setzt du auch noch ein. Und wie gesagt, die Überlegung ist, Duhalim mit reinzuholen und dafür Lore rauszuholen aus dem Team. Mal gucken, ob ich das mache oder nicht. Das müssen wir noch... ja, weiß gar nicht, wovon die Entscheidung auch abhängt. Aber eigentlich finde ich Duhalim irgendwie cooler als Lore. Beide sehr nett. Ich habe sehr Spaß mit beiden. Nicht so cool finde ich die Schildträgerin. Ich bin irgendwie kein Schild-Fan, wenn ich ehrlich bin. Aber ich glaube, das verkraftet sie auch, dass die Familie nicht benutzt wird oder nur aus dem Off heraus benutzt wird. Würde ich zumindest schätzen, dass sie das verkraftet. Und ihr könnt gerne beenden, was ihr beenden wollt. Und ich muss nochmal die Duhalim-Boost-Angriffe irgendwann austesten, wenn ich ehrlich bin. Aber das kriegen wir auch hin. So, neue Fähigkeit von Duhalim wurde erlernt. Was habt ihr jetzt zu erzählen? さっそく親役に立てて何よりだ。おや?どうした?どうやら思わぬ収穫のようだ。なんだ、そのガラクタとはご挨拶だ。このような造形、今までに見たことがない。あ、おい。リメル、気になるのか? あ、あれ? 古い棚の遺物じゃないかな。レナが攻めてきたせいで消えてしまったたくさんのものの、その名残。それをレナの私が手にしている。君にしてみれば不本意か。別に、ただレナでもなきゃかまけてる贅沢許されないってだけ。ティオハリムも興味があるのか?惹かれると言った方がいいだろうな。作ったものの思い、 辿った歴史、それを感じさせるものが好きでね。だがレナにはそうした古いものがあまり残っていないのだ。ああ、何が面白いんだか俺にはさっぱりだ。どうして?私たちの文化の遺産なんだ。んなこと言われたってよ。これが何の役に立つってわけでもないだろう。そうでもない。こうして手にしていると遥か過ぎ去りし古代への思いに 胸が熱くなる。そういうものか。まあ、ダナの遺産らしいし、粗末にはしないでくれよ。言われるまでもない。Warum nimmt er das denn mit auf die Reisen? Aber jetzt haben wir Krokodilzerschmetterer. Vor 100 Jahren wurde diese abgenutzt, haben wir dafür verwendet, Krokodile zu jagen. Diejenigen, die ihn schwingen, gelten als Helden. Artefakte. Artefakte verleihen Spezialeffekte. Es reicht, die Artefakte zu besitzen. Einige dienen als Boni, in deren Genuss man nach dem Durchspielen kommt. Du kannst die Effekte in der Artefakte-Effekte-Liste einzeln ein- und ausschalten. Okay, ja, da habe ich ja ganz viele DLC-Artefakte, sage ich schon mal, bekommen. Von daher kenne ich das. Und du kannst hier 6 zusätzliche Artes auswählen. Drücke im Artes-Menü Dreieck. Oh, okay. Bedeutet, ich kann jetzt im Kampf L2 drücken und mehr Artes benutzen. Muss ich mir gleich angucken. Werde ich mir auch gleich definitiv angucken. Aber... okay, bei dir haben wir jetzt ein paar Sachen. Ich glaube, ich spare hier erstmal ein bisschen FP an, bevor ich wieder reingehe. Ich muss das dann einmal im Kampf ausprobieren. So, da vorne sind Items, die nehmen wir natürlich mit. Das lassen wir nicht zweimal sagen. Dankeschön. Da vorne sind noch mehr Items plus eine kleine Höhle. Die nehme ich natürlich auch mit. Zumindest
Ja, die Höhle ist auf jeden Fall ein Bereich, der nicht dauerhaft begehbar sein wird. Von daher sind hier bestimmt Gegner und irgendein Item mit absoluter Sicherheit. Genau, eine Kiste, genau das, was ich sehen wollte. Plus auch neue Gegner, muss man dazu sagen. Also, du kannst schon mal, wenn du möchtest, loslegen. Bumm. Danke. Ups. Hallo. Danke. Und die fliegenden Viecher können auch bestimmt wieder Magie einsetzen, die ich gleich erstmal aufhalten kann, oder? Mit absoluter Sicherheit. Upsala. Ich weiche auch gar nicht mehr aus, teilweise, muss man dazu sagen. Was ich mir eigentlich eingestehen muss. Und jetzt kannst du die Magie unterbrechen. Perfekt. Ich konzentriere mich trotzdem gerade erstmal auf die Gegner. Ich hoffe, das ist für euch alle in Ordnung, meine Lieben. Und Angriff. Auch wenn das wieder kein Duhalim-Angriff war. Das muss ich noch irgendwie kontrollieren kriegen, dass ich Duhalim-Angriffe benutze. Auch wenn ich noch nicht weiß, wie ich das machen will, das zu kontrollieren. Ohne dass ich die Zeit verpasse, in der ich diese Fähigkeiten überhaupt benutzen kann. Und die kann ich wieder angreifen. Was ist das denn? Eishammer. Ach, hatte ich den Boost voll? Ich kleiner Trottel, ich habe das nicht mehr mitbekommen. Ich habe das nicht mehr mitbekommen, dass ich gerade hätte meinen Boost einsetzen können. Was auch jetzt nicht ganz so schlimm ist, wenn wir ehrlich sind. Aber schon traurig. Nach oben muss ich drücken. In zwei und nach oben. Und wo sind jetzt diese extra Fähigkeiten? Da. Tatsächlich, die sind jetzt nicht belegt. Das heißt, ich kann jetzt massiv Fähigkeiten auswählen. Aber ich bin eigentlich happy immer noch mit meinen Grund-3-Fähigkeiten, die ich die ganze Zeit benutze, wenn ich ehrlich bin. Ich bin sau happy mit den Grund-3-Fähigkeiten. Ich will gar nicht 6 Fähigkeiten ausrüsten. Dann komme ich ja nur durcheinander. Aber ich glaube, das ist relativ wichtig, um auch verschiedene Elemente beispielsweise mitzubringen in den Kampf und ähnliches. Würde ich jetzt so ganz easy schätzen, dass man damit halt eher coolere Kombos schaffen kann. Weil grundsätzlich funktionieren die Angriffe, ja. Aber jetzt hier diese Vögel beispielsweise, die sind aus Blitz. Bedeutet, die haben eine Blitzresistenz. Bedeutet, ich mache kaum Schaden gegen die mit absoluter Sicherheit. Natürlich, zack, wunderbar. Während Feuer halt das schon besser funktioniert, muss man einfach sagen. So, Law geht in den Ausrastmodus, macht das gerne. Du bist wieder oben, von daher holen wir dich direkt wieder instant runter. Perfekt. Auch wenn ich nicht weiß, Dankeschön. Und dann nochmal dich, wenn du nochmal möchtest. Warum auch immer du direkt nochmal kannst, keine Ahnung. Und jetzt, Law. Nein, ich war zu langsam. Das ist genau das, was ich meinte. Ich wollte Dohalim nicht Law einsetzen. Ich weiß nicht, ob Law gesagt, weil ich nervös war, weil ich mich beeilen wollte. Aber ich habe es einfach nicht geschafft. Zack, bitteschön. Vorne nicht. Uhu. Auch wenn das keiner von diesen flinken Gegnern ist, die es zu unterbrechen gilt. Warum denn nicht? Und okay, sorry, ich habe nichts gesagt. Also diese Boost-Anzeige, das Blaue um die herum, das geht echt schnell wieder leer und sie sind tot. Mal sehen, ob ich je noch einen Finalangriff mit Duhalim erleben werde. Ich weiß noch nicht. Oh, das ist ein Boost. Hallo. Das ist für dich, Law. Okay, super Schwalbentanz, verstärkter Gegenangriff. Ich habe mittlerweile so viele Skills, die man hier erlernen kann. Das ist echt krass, wie viele Skills hier rumschwirren. Aber ich glaube, ich muss erstmal mit dir diese zwei Dinge hier erlernen. Und ich mache erstmal den, damit ich, weil der einfach schon markiert ist. So, haben wir ihn. 500 Punkte und dann habe ich wieder Bonus-Charme mit ihm erreicht. Das ist doch mega cool. Ich bin stolz auf mich. Da sind die nächsten Gegner. Oh, das ist ja auch noch ein riesiges Gebiet, sehe ich gerade. Ist ja gar nicht mal so easy. Ich glaube tatsächlich, jetzt, nachdem ich das sehe, werde ich heute nicht mehr im nächsten Gebiet ankommen. Wenn ich ehrlich bin. Ich glaube, ich werde heute nicht mehr im nächsten Gebiet ankommen. Aber wir probieren es aus. Du unterbrichst bitte erstmal deren Magie, wenn ich das gerade sehe. Kleine Frechdachse. Zack. Genau so. Und dann hast du auch, wenn du möchtest, angreifen. Und dann hast du direkt wieder mehr Möglichkeiten anzugreifen. Da hast du, wenn du möchtest, angreifen, weil du eine mehr Möglichkeit hast, anzugreifen. Und jetzt, du Halim. Bam. Erster gemeinsamer Angriff. War schon mal schick. War auf jeden Fall schon mal schick. Und der greift jetzt. Ey, ich fühle meine Boost-Anzahl mittlerweile so schnell. Das ist wirklich crazy. Die sind gefühlt dauerhaft voll. Und ich mache hier einfach nur ganz entspannt meine Angriffe. Und du darfst wieder. Diesmal Blitzhieb in der Kombination, okay? Es gibt ja auf jeden Fall noch ordentlich Fähigkeiten, die hier eingesetzt werden können insgesamt. Bam. Eine Magie schafft der Gegner noch einzusetzen. Ich war schon so stolz auf mich, dass wir den Gegner mit so viel Boost-Angriff unterbrochen kriegen. Aber was soll's, der ist ja auch tot, die Vierland zu kommen und easy down. Ziel erreicht. Auf welchem Level bin ich denn im Vergleich zu denen? Das interessiert mich auch noch einmal. 24. Die sind 27 und nicht 24. Also da ist auf jeden Fall noch viel Leveling nötig. Sagen wir es mal so. Und links ist die Sackgasse, also gehen wir auch nach links, denn da sind bestimmt wieder Items, die möchte ich haben. Da hätten sie schon mal Item Nummer 1, aber ich gehe direkt weiter, weil ich mich, glaube ich, beeilen muss. Ich sehe nämlich rechts unter der Map. Meine XP-Boost-Anzeige ist fast leer, was natürlich sehr traurig ist. Zack, bumm, mach weiter. Einfach immer weitermachen, perfekt macht ihr das. Genau so, hol sie aus dem Himmel. Ich hätte auch meinen eigenen Angriff benutzen können, der wäre noch stärker gewesen, was auch egal ist. Und haut drauf da. Wunderbar, haut drauf da. Ich hatte keine Zeit für Duhalim, weil ich weiß, dass die Gegner sich schnell resetten hier, die Kleinen. Und haut drauf da. Also, das ist ja fast schon lächerlich. Hier,
Nächster Angriff. Dafür, dass die drei Level über mir sein sollen, merke ich davon nicht viel. Und ich habe nicht die drei höchsten Waffen, die ich mir aktuell schmieden kann. Die sind doch relativ schnell down, muss ich sagen. Und dann schauen wir hier nochmal weiter rein. Da ist ein Item, okay. Und interessant ist natürlich diese Kiste, die da liegt. Und dann kann ich gleich drei Items auf einen Schlag einsammeln. Perfekt. Zack, hau drauf. Immer weiter. Hey, sind die gerade ausgewichen? Aber erstmal du. Zack. Genau, setz ihn fest. Perfekt machst du das. Das machst du sehr, 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 sehr gut. Hau nochmal drauf, wenn du möchtest. Und ja, setz mir weitere Boosts angefallen. Gefühlt ballert man jetzt nur noch tausende von Angriffen raus. Also das ist ja heftig, wie viele Angriffe man hier schafft. Und doch, ihr Lieben. Donnerklinge nochmal. Schade. Es gibt insgesamt 5 Angriffe, die er haben kann. Und wir haben jetzt zweimal, also wir haben jetzt einen Angriff schon doppelt gesehen. Bei nur 3 Angriffe insgesamt, die ich gemacht habe. Ich weiß nicht, wie die wahrscheinlich... Oh, nein, 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 nein. Ja, sehr gut, das wollte ich doch. Ich hab doch alles richtig gemacht. Ich hab gar nichts gesagt, gar nichts gesagt. Nein, 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 nein. Hört auf. Und sehr schön. Dohalim, du darfst noch einmal. Trugbild war auch die 2, die ich gesehen habe. Oder hat er doch nur die 2? Hat er keinen Angriff zusammen mit... Alfen, kein Angriff zusammen mit der Schildträgerin, dessen Namen ich mir nicht merken kann. Und kein Angriff zusammen mit Rind noch. Muss er haben. Muss er einfach haben. Das kann ich mir nicht anders vorstellen. Zack, hau drauf. Genau so. Und weiter. Perfekt. Machst du das. Ibi und Dohalim. Nee, war der falsche, war Alfen. Aber passt auf. Der Angriff wird ja trotzdem Ende, beziehungsweise der Kampf wird trotzdem Ende. Und wie viel HP hast du denn jetzt noch? Ich komme nicht an ihn ran. Jetzt. die Verbündeten standen gerade einfach im Weg, um an ihn ranzukommen. Wenn man von seinem eigenen Teammates aufgehalten wird. So, Dohalim, jetzt aber. Rinwill. Oh, das ist bisher die schickste, muss ich sagen. Also die Kombi von Dohalim und Rinwill mag ich sehr, 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 sehr gerne. Ich glaube, allgemein finde ich die ganzen Rinwill-Kombis immer, beziehungsweise häufig, extrem stark. Keine Zeit, das Gewand anzuziehen, weil unter der Map, okay, die Anzeige verschwindet eh, die gerade unter der Minimap ist. Die verschwindet gerade so schnell. Die ist sowas von direkt instant weg, bevor ich, wahrscheinlich direkt, bevor ich einen Gegner treffe, oder? Und das war mit Sicherheit ein Kristall, den ich zum Schmieden brauche. Hoffe ich einfach mal. Das ist ein Kristall, den ich zum Schmieden brauche. Und ja, bevor ich den Gegner sehe, schwupp, ist die Anzeige rechts unter der Minimap einfach weg. Aber ist kein Problem. Jetzt ist nur die Frage, wo muss ich hin und wo muss ich nicht hin? Es wirkt so, als müsste ich hier hoch um die... Nee, wo muss ich die Story weiterspielen? Keine Ahnung. Ich gehe immer erstmal hier hin, um die Story... Also um nicht die Story weiterzuspielen. Das ist ja das eigentliche Ziel. Die Story nicht weiter zu spielen. Bumm, haut drauf, wunderbar macht ihr das. Auch wenn ihr immer noch irgendwelche Blitzflüge seid und meine Angriffe wahrscheinlich komplette Verschwendung sind, ist mir das vollkommen egal. Wir machen einfach da weiter, wo wir angesetzt haben. Ich finde es cool, dass die Boost-Anzeigen gerade so gefühlt dauerhaft aufrechterhalten werden einfach. Zack, gehen wir auch wieder hin und mach bitte weiter. Und gleich kann ich wieder mit Alfen einen speziellen Angriff einsetzen. Bitteschön. Zack. Die Rinwell-Angriffe sehen immer am besten aus. Es ist einfach Rinwill, die gute Angriffe hat. Nicht Dohalim, nicht Alfen. Es ist einfach Rinwill, die gute Angriffskombination hat. Also eigentlich sollte ich immer gucken, dass ich eine Kombi mit ihr, mit irgendeinem anderen Char mache. Aber ich möchte davor noch sehen, was Dohalim und Alfen zusammen machen. Das möchte ich noch sehen. Und eigentlich, was Dohalim und die Schildträger machen. Jetzt. Na, das ist wieder mein Lieblingsangriff. Mir fehlen aber noch 2 Kombis. Mir fehlen immer noch 2 Kombis. Das ist doch fies, oder? So, runter hier war schon mal... Oh Gott, wo bin ich denn jetzt hier? Das ist ja noch mal ein ganzes Gebiet. Das ist ja riesig hier. Heftig. Okay, gehen wir aber einmal durch. Kann nicht schaden. Kann nur extra Items geben. Kann nur extra Loot geben. Kann nur extra XP geben. Das sind immer genau die Sachen, die wir wollen. Von daher, warum nicht rein hier und versuche mal zu unterbrechen. Hat geklappt. Halbwegs. In den einen Schaden zumindest hat es geklappt. In den anderen hat es eher weniger geklappt. Der hat mich erstmal direkt weggefetzt. Und oh, habe ich dann drunter gelitten, dass der mich so weggefetzt hat. Heftig. Das ist ja krass, wie viel Schaden die machen, wenn sie einmal schaffen, ihre Magie einzusetzen. Also wir merken uns, Rinwill sollte ich, wenn möglich, nicht unbedacht einsetzen. So, ja, Rinwill-Fähigkeiten, weil das die einzige Fähigkeit ist, die Magie unterbricht bisher. Und so oft ist mir jetzt schon passiert, dass ich in den Kampf gegangen bin, ohne dass ihre Fähigkeit ready war. Und bumm. Die ist ja nicht so wichtig. Gegner aus der Luft schießen, ja, ist cool. Aber ist jetzt auch überhaupt nicht wichtig. Und ein mächtiger Altar. Ich habe wieder Dohalim vergessen. So wie eigentlich schon das gesamte Let's Play über ich einfach nur Dohalim vergesse. Und weiter durch, wo ich... Oh, hi. Möchtest gerettet werden? Gerne. Da kriege ich bestimmt Items von dir, oder? Das Einzige, was zählt im Leben. Items von den Gegnern absahen. Von den Verbündeten, nicht von den Gegnern absahen. Von denen, die Hilfe brauchen. Die eigentlich denken, ich will hier, weil ich lieb bin. Und stattdessen bin ich nur egoistisch. So wie es sein sollte im Leben, oder? Und, hi ihr, wie geht's euch? Ihr wollt auch kämpfen?
Ja, wir kämpfen. Windwell Boost ist nämlich bereit. Zack. Und... ja, doch, wir bleiben hier. Und jetzt darfst du, Windwell. Genau in diesem Moment darfst du, wenn du möchtest. Und, hallo? Nein. Nein. Dankeschön, dass ihr noch unterbrochen habt mit einem Angriff. So sollte es auch immer sein. Und weiter. Auch wenn ich echt überhaupt nicht weiß, was ich hier eigentlich mache. Aber wir setzen einen Angriff raus. Dankeschön. Und töten einfach die Gegner, würde ich sagen. Fast alle schon tot, oder? Grimmel, du darfst noch einmal, wenn du möchtest. Wuhu! Gibi! Und greif an, der ist ja auch schon down. Suhali, jetzt aber. Suhali macht... ah, da ist der gemeinsame Angriff. Perfekt. Dann fehlt mir jetzt... fehlt mir noch ein Angriff? Ja, zwischen ihm und der Schildträgerin noch. Den habe ich irgendwie noch nicht getriggert bekommen. Aber ist auch jetzt nicht so schlimm, wenn ich ihn nicht sehe, glaube ich zumindest, dass es nicht so schlimm ist. Einmal einen Angriff nicht zu sehen, das juckt ja nicht. Und leider, ich sehe gerade, ich habe hier die Anzeige unter der Map. Und sobald ich die Gegner hier besiegt habe, schaffe ich das nicht schnell genug zurückzurennen, um diese Anzeige zu halten. Genau, eine große Gegnermasse. Ist jetzt nicht schlimm, aber es ist schon schade. Wupp. Das war mal wieder ein flinker Gegner. Ich hoffe, dass ich die in Zukunft auch erkenne. Ich hätte hier direkt das Tutorial, aber ich hoffe wirklich, dass ich das in Zukunft auch erkenne, wer jetzt flink ist und wer nicht. Muss ich ja mal ehrlicherweise gestehen, dass ich so ein bisschen das Gefühl habe, dass ich das nicht erkennen werde. Und Duhalim. Nee, das war nicht Duhalim. Ich wollte eigentlich Duhalim, aber ich habe es nicht hinbekommen, mit Duhalim zu kämpfen. Ist auch egal. Und ouch. Danke. Shion hat auch nur noch die Hälfte ihrer HP. Und ich glaube, ich habe bei weitem noch nicht die Hälfte entdeckt, die es bisher zu entdecken gab. Kann das sein? Und dieser Let's Play-Part läuft halt trotzdem schon in 20 Minuten und 25 Minuten. Das ist heftig. Diese Gegend von Tales of Arise ist so genial. Da muss ich einmal ein großes Lob aussprechen, dass es schon Spaß bringt, hier durchzulaufen und einfach nur Gegner mal zu töten. Also jetzt nicht irgendwas, wo ich sage, ey, habe ich nach 5 Minuten keinen Bock mehr und möchte eigentlich nur noch weiter Story spielen, auch wenn mich die Story eigentlich gerade sehr stark interessiert, wenn ich an der Story sehr stark interessiert wäre, wie es weitergeht, muss ich auch ehrlicherweise sagen. Das war der falsche Gegner übrigens, auf den ich das gerade angewendet habe, was egal ist im Prinzip. Wenn man mit denkt, hau da drauf, danke, war dann wieder falsch, egal. Da, Schildträgerin. Den Angriff kannten wir aber schon. Zack. Und du darfst auch noch einmal. Dann haben wir wieder... ey, das ist einfach nur ein Massaker, was ich hier mit den Gegnern anrichte. Wirklich, das ist einfach nur übel, wie ich hier auf die Gegner drauf hau. Und bitteschön. Und ich glaube, mit der Schildträgerin macht er bestimmt auch eine coole Kombi. Die Sarah. Also ich... Die müssen eine coole Kombi machen, wenn wir ehrlich sind, oder? Das kann ja eigentlich nicht angehen, dass sie keine coole Kombi haben. So, den haben wir auch. Perfekt. Easy peasy, lemon squeezy, so wie ich das sehen wollte. Und dann ist da noch eine abschließende Kiste, die hoffentlich was Cooles hat. Und zwar, hat sie noch irgendein Gewand? Ja. Also einmal in die Ausrüstung. Ich habe ja zwei Sachen erhalten. Okay, Zeugepanzer möchte ich auch nicht. Hier ist das Gewand, was wir gerade gefunden haben. Und hier ist der Mantel, den wir davor bekommen haben. Perfekt. Nehmen wir doch genauso mit. Ist gar kein Problem. Können wir direkt hier wieder rauslaufen, nach oben krabbeln, gegen die nächsten Gegner hoffentlich kämpfen. Und da waren drei Wege insgesamt und das war gerade mal Weg 1. Einer führt mich weiter in der Story. Die anderen zwei haben bestimmt auch noch coole Items, Ausrüstung oder ähnliches, die es zu entdecken gibt. Die ich ja dementsprechend... ich bin ein kleiner Sammler, ich muss die mitnehmen. Ich kann die als Sammler nicht ignorieren. Ganz klare Sache, ich kann die einfach de facto nicht als Sammler ignorieren. Und ich denke mal, hier geht die Story weiter, oder? Ich hoffe es einfach mal. Ich hoffe mal, in der Mitte geht die Story weiter und so ein bisschen außerhalb von der Mitte erleben wir eher nochmal eine Sidequest oder ähnliches. Aber wir werden es wahrscheinlich sehen, ob hier eine Animation startet oder nicht, oder? Es wirkt, obwohl, hier wirkt es auch so ein bisschen wie so ein Tor, wenn ich ehrlich bin. Mal gucken. Mal gucken, was uns hier erwartet. Aber es ist, boah, schwierig. Am Ende geht hier die Story weiter und habe ich dauerhaft dieses, ja, Verlangen danach zurückzukehren. Da ist noch ein Hemmkristall, okay. Und das sind fette Berge. Hier geht doch die Story weiter, oder? Ja, hier geht die Story weiter. Naja, egal. Ich gehe gleich nochmal direkt zurück, bevor ich jetzt hier großartig sehe, was hier abgeht. Das ist bestimmt wieder nur ein kleiner Bereich, der durchlaufen wird. Da bin ich mir ziemlich sicher, oder? Hoffe ich zumindest. Hallo? Das sieht sehr fett hier aus. Gehört immer noch zu Melancia. Alles klar. Hier teleportiere ich mich gleich hin, wenn ich das dritte Gebiet noch einmal durchsucht habe, wo wahrscheinlich nur kleiner Loot kommt. Das Gute ist ja, dass ich mich wenigstens hierhin teleportieren kann, muss man offen und ehrlich dazu sagen. Es hätte ja auch sein können, dass ich mich nicht teleportieren kann und dann wäre ich schon wieder ein bisschen enttäuschter gewesen. Also, halten wir fest, ich bin da, wo ich weiter muss, aber immer noch nicht im neuen Gebiet. Das ist echt riesig, was Tales of Arise geschaffen hat. Und ich kann mich da auch hin teleportieren, was gut ist.
Ich nehme erstmal hier vorne den rechten Weg geradeaus. Hallöchen, einmal den hier, der nicht so stark bewacht ist. Zack, zack, zack. Das nehmen wir für Essen mit. Den hier meine ich. Wuhu. Und was ist hier? Hier sind ein paar Gegner. Hallöchen, ich habe gehört, ihr wollt kämpfen, ihr kleinen Habichte. Ich habe gehört, ihr wollt direkt von Shion aus dem Himmel geholt werden, sobald ich die Möglichkeit habe. Also jetzt, tschüss. Und boom. Und ich habe gehört, du möchtest auch noch einmal angreifen. Einfach nur just for fun. Und dann wollen wir einen Schlag einsetzen aus Alphen und irgendjemand anders. Ja, genau das habe ich gehört. Und hier nochmal ein Schlag. Bitteschön. Hä? Ich bin leicht verwirrt. Ich wollte eigentlich einen Spezialschlag einsetzen. Ist auch egal. Die sind ja... Sag mal, wenn man bedenkt, dass ich beim ersten Kampf noch ein bisschen Zeit zumindest gebraucht habe. Ganz bisschen. Ist das doch jetzt schon fast wieder... Okay, ich fand es auch schon im ersten Kampf lächerlich, muss man sagen. Die Gegner sind... Ja, vielleicht liegt es auch an den ganzen DLC-Modi, dass sie für mich zu schwach sind, dass ich nicht auf der höchsten Schwierigkeitsstufe spiele. Das muss ich ja auch offen und ehrlich zugeben, dass ich auf der höchsten Schwierigkeitsstufe vielleicht eher mehr Probleme hätte. Dafür natürlich auch mehr Level, mehr Ausrüstung krieg und alles drum und dran. Aber das hat ja auch seinen Grund. Dafür wäre der Content einfach durch und durch schwieriger. Aber ich bin eh hauptsächlich an der Story interessiert, muss ich dazu sagen. Und wenn ich an der Story interessiert bin und jetzt vier Angriffe durchbrechen, ist das genial. Absolut genial. Liebe, Dankeschön. Hau drauf. Zack. Yibi. Und genauso. Hau weiter drauf. Mach den Schlag, den du möchtest. Kreuzaufschlag. Perfekt. Und dann geh direkt auf den nächsten Gegner. Die haben sowas von gar keine Chance, die Armen. Hau drauf. Wenn jemand die Magie einsetzen möchte, ist meine Rinwell auch wieder ready. Also für dich ist meine Rinwell wieder ready. Auch wenn er jetzt leider mit einem zweiten Gegner es noch schafft, eine Magie einzusetzen, was schade ist. Aber vollkommen egal. Und du darfst wieder. Gut Bild. Okay. Wir kriegen das doch hin, dass er zusammen mit Kisara einen Angriff einsetzt. Wir kriegen das doch hin, ich bin mir sicher. Ich werde auf jeden Fall weiter nur dafür grinden. Oha, rennt er einfach weg. Kleiner Feigling, rennt er einfach weg. So, jetzt aber. Ja, da haben wir es. Okay, sah auch ordentlich aus, aber ich bleibe dabei. Rinwell hat die besten Angriffe. Das ist mein abschließendes Fazit dazu. Bedeutet, ich versuche meine Angriffe, meine abschließenden immer mit Rinwell zu machen in Zukunft. Wenn es geht. Weil die, ihre Magie in Kombination mit all den anderen Sachen ist einfach jedes Mal wieder genial. Nimmst du vorne was? Ja, hier ist ein Erz. Das nehmen wir auf jeden Fall auch mit. Dankeschön. Hemmkristallstufe 3 hatten wir anscheinend auch noch nicht. Das passt ja. Und dann gehen wir hier weiter diesen Weg entlang. Achso. Warte. Hier, diesen Weg entlang, wo wir wieder unsere HP für irgendwas einsetzen müssen. Ich sehe das schon. Da liegt wieder jemand verletzt am Boden. Was macht ihr eigentlich hier draußen alle? Könnt ihr mir das mal erklären, warum wir hier so viele Menschen verletzt einfach auf dem Boden chillen? Aber egal, wir haben den Unwetterstein auf Stufe 4 sogar. Das hilft uns bestimmt hoffentlich auch wieder beim Schmieden. Wenn nicht beim Schmieden, dann hilft es uns halt dabei, irgendein cooles Zubehör bestimmt herzustellen. Irgendwas werden wir damit schon anfangen können, aber ich bin absolut sicher. Jetzt aber erstmal wieder nach oben hier an dieser Stelle. Und dann noch ein, zwei Gegner töten, weil das echt viel XP gerade gibt. Ich müsste ja schon, vielleicht bin ich schon Stufe 25, ich weiß es nicht. Aber zumindest kriege ich hier echt viel XP. Zack. Shion, da oben sind sie schwach, ne? Plus, die halten schon ein bisschen mehr aus, muss man dazu sagen. Diese Sturmesmasse hält ein bisschen mehr aus als die Vögel, als die kleinen Habichte. Zack, du darfst die Habichte gerne einmal aus dem Himmel holen. Und weiter, Dankeschön, du darfst. Rimmel, unterbrich die Magie. Habe ich es geschafft? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich habe ich es absolut nicht geschafft. Und nein, hier. Du erweitern. Das ist schon fast das Langweiligste von ihr, oder? Ich muss nochmal gucken. Wenn ich sie jetzt ein, zwei Mal einsetze, werde ich ja sehen, ob die anderen Sachen auch so langweilig sind. Oder ob das jetzt, zack, das war Alphan übrigens, das war nicht drin. Erst mal wieder verklickt, was die Fähigkeiten anbelangt. Aber ist ja auch kein Problem. Und der letzte Gegner steht da hinten. Auch wieder Kleinigkeit für uns. Ihr seid so ein Häppchen. Und wenn ich über Häppchen rede, kriege ich automatisch Hunger. Das ist doch auch nicht das Richtige, was ich hätte machen sollen, oder? Und... irgendein Bonus? Nö. Hier bin ich einfach nur runtergesprungen. Warte, geht hier die Story weiter? Ich check's einfach nicht mehr. Hören wir uns an, was die zu sagen haben. キヨハリムとどう向き合うかを考えているのか。そのことだが、やはりこれまでのようにせしようとも、あ、いや、家来として仕えるという意味ではない。あの人を一人の仲間として考えた上での話だ。私はずっと誰かを守ることを務めとしてきた。 だが仲間もまた守り支え合うものだろう。結果的にやることは同じか。あんたがそれで納得してるなら口出すことじゃないが、お前たちとどう付き合っていくかについても
考えていた。俺たちと。私のこの旅の目的は、メナンシアの外敵を取り除くこと。そして、外の世界で得た知見を持ち帰り、役立てることだ。そのために仲間に加えてくれたのは感謝しているが、私から何がしてやれるだろうかと思ってな。別に気にしなくていいさ。戦いでも助けられているしな。いや、それでは私が一方的に。と、悪い。なんか妙に腹が減っちまってさ。そういえば、お前たちは野外での食事はどうしているのだ？どうって、適当に手に入ったものを食べてるぜ。俺は肉さえ食えれば文句ねえけど。好きなものを食べられるのは幸せなことだ。だがそればかりでは体に良くないぞ。なあ、野菜も食えって。当たり前じゃない。なるほど、偏ってるのだな。まあ、好きなものを食べがちではあるかな。わかった。お前たちが健康でいられるようだって。よかったね、ロウ。何か、いや、あんたの方は何か思うところはあったかと思った。彼女のためには良いことだ。そういうことじゃなくて、あんた自身の話だ。私の？まさか料理の腕は当てにはしていまい。レナってこんなのばっかり。リングル、それは心配せずとも、戦力としては存分に働くつもりだ。レナの同胞が相手だろうと。別に疑ってなんかない。ただ一緒に行動する以上、あまり期待しないでもらいたい。己自身のことさえ往々にしてわからないものなのだから。Okidoki. Nehme mit, ist gar kein Problem. Eigentlich möchte ich jetzt nur wissen, was hier hinterkommt. Auch wieder irgendein neues, interessantes Gebiet. Warum denn zweimal ein wirklich echtes neues Gebiet? Woher weiß ich denn jetzt, wo ich längst laufen muss? Vielleicht ist hier nur sowas Kleines wie nochmal neuer Hof oder ähnliches. Wir werden es sehen. Mina! ちょっと待ってくれ。どうした？まだ行けるぜ。鎧が重いんだ。少し休みたい。わかった。私もそろそろ休憩したいと思っていたところだ。なんだ、キサラまで。こんなところで道草を食ってる暇はないわ。ミハグサールの主婦ミズまで休まず進むべきよ。誰が倒れても他の者を煩わせることになる。ましてお前の場合、運べるのはアルフェンだけだ。休めるときに休むといい。な、ああもう、俺が休みたいんだ。それでいいだろう。Der Elf ist so lieb。余計な気遣いは迷惑よ。迷惑って、あのな、俺は別に。Elf so lieber ist。Schwer dich doch nicht über alles, meine liebe Kleine。Nimm doch einfach mal an, dass Menschen auch nett zu dir sein können. Ich weiß, das ist schwierig zu glauben, dass Menschen nett sein können, aber nimm das bitte einfach einmal an. Sagastazo. Omae wa!何者だ。探したと言ったな。俺のことか。うましき命。何？求めるはそれのみ。Ich bin überfordert. Was passiert denn jetzt hier gerade? Ich dachte, hier wäre das nicht Storygebiet, aber hier ist ja anscheinend Storygebiet. Oder spinne ich jetzt gerade? Was passiert hier zur Hölle? Er hat keinen Schwachpunkt. Er hat mir gesagt, ey, yo, Sonis, du musst mehr auf den Schwachpunkt, denn der Gegner hat. Und das stimmt auch komplett. Wenn so ein Gegner schon einen Schwachpunkt hat, dann sollte ich darauf auch irgendwie versuchen zu achten. Und ich sollte vielleicht einfach alles. Warte, warum benutze ich nicht meinen. Den hier? Du kannst deine Füße doch ein bisschen aufhalten, oder? Wenn er so flink ist.
Vielleicht noch nicht. Vielleicht habe ich auch gerade nur gesprungen. Und greif die bitte mit an. Oh mein Gott, ich nehme so hart Schaden. Greif die bitte auch mit an. Das war der Nebenkriegslore. Was jetzt nicht irgendwie das Ende der Welt ist. Er bewegt sich so viel. Er bewegt sich so verdammt viel. Wer ist das? Wo kommt er her? Und warum haben wir jetzt plötzlich einen Bossfight? Ich bin so hart verwirrt. Immerhin wurde meine HP anscheinend einfach aufgeladen. Direkt vor diesem Kampf. Muss man wenigstens lobenswert dazu sagen. Und kann er mal bitte aufhören, mich zu verfolgen? Komplett random. Dankeschön für das Healing. Und komm, setz deine Fähigkeit ein. Mach einfach mal. Alter Schwede. Der ist super, super strong. Kann das sein? Oh, danke, dass der Kampf vorbei ist. Ey, das hätte ich ja nie überlebt, so einen spontanen Kampf. シオ。おい。シオ。掴む力が強いわ。あ、すまない。大丈夫。大丈夫だから。 Okay. なんとか急所を外れたみたい。急所って、そんな、どう見たってさっきは。本当に大丈夫だから。なんであんな無茶をしたんだ。あなただって私をかばおうとしたでしょ。俺には剣がある。お前は違う。違わないわ。それに私は。 何でもないわ。ただ、ありがとう。俺は、何も。まあいいさ。無事ならそれで。 Erinnerungen.
アルフェン？いや。ねえ、あいつまた来るとか言ってたし、とりあえずここを離れた方が良くない？それが賢明だな。シオン、本当に大丈夫か？Das wird dann ja mit Sicherheit nochmal irgendwann ein interessanter Bossfight werden, oder? Aber dann geht ja wirklich die Story hier weiter. ええ、手術もかけたし、傷跡も残ってないわ。けど、剣があんなに深く刺さって。本当に大丈夫よ。それとも幽霊にでも見える？いや、そんなことはないが。心配してくれるのはありがたいけど、本当。大丈夫だから。シオンが刺された時、妙な光が生じたな。敵はそれを見て退いたようにも見えた。アルフェン、あれは何だったのだ？光？わからない。俺はただ無我夢中で。考えてみれば、炎の剣のことといい、何者なのだ君は。アルフェンは記憶がないんですよ、ティオハリム。それに今はここを離れるのが先決です。そうだったな、失敬した。ミハグサールの主婦ニズはもうすぐだ。運が良ければシオンもそこで休めるだろう。Okay, dann ist doch hier der Weg, bei dem ich längst muss. Alles klar. Der Geburtspfad, ja, da ist die Story, die weitergeht. Bedeutet, ich möchte ja eigentlich noch, genau, hier längst. Aber hier längst gehen werde ich auf jeden Fall auch erst im nächsten Let's Play Part und nicht mehr in diesem, der jetzt schon super, super lang geht und viel länger als erwartet. Dementsprechend verabschiede ich mich, bedanke mich fürs Zuschauen. Das war's von mir, eurem Sonius.